Ein kalter Donnerstagabend in Göteborgs Stadtteil Hisingen, Bayern München, beim schwedischen Vizemeister BK Häcken. Vegas dort hier auf Klara Bühl. Sarah Zadrazil. Stenius und Stine Larsen mit super Zusammenspiel. Blackstenius, Häcken führt. Natürlich sucht sie Stina Blackstenius und die trifft zum ersten Mal in dieser Champions League. Der Doppelpass, den sie spielen. Caro Simon ist ein bisschen weit weg, geht nicht ran. Abseits ist es keins. Und dann macht sie das natürlich auch super vor Janina Leipzig. Dann ist sie wahrscheinlich auch den Schritt schneller als Kumagai, die jetzt auch nicht unbedingt die absolute Rakete ist auf Strecke. Und wenn sie eben dann nicht das Stellungsspiel hat, den Ball sozusagen davor klären kann, dann wird es schwer. Und dann ist Blackstenius einfach auch extrem eiskalt vorm Tor. Auf mich noch nicht wahnsinnig anfällig gewirkt in der Luft. Blackstenius kümmert sich sehr gewissenhaft bei diesen ruhenden Bällen immer um Jovana Damjanovic. Oh ja! Die Möglichkeit und der Ausgleich. Gerade lobe ich sie noch so ein bisschen dafür, nicht wirklich anfällig zu wirken. Und schwupp kassieren sie das Gegentor nach dem ruhenden Ball. Jennifer Falk, die da auch nicht mehr rettend eingreifen kann. Kommt der Ball sauber, jetzt langsam haben sie sich, glaube ich, an den Platz auch gewöhnt. Und jetzt wird's ein bisschen flüssiger und erfolgreich. Lass den Schrei los. Damjanovic, sie lässt ihn los. Du hast es früh gesagt, Standardsituation, eine große Qualität des FC Bayern. Jetzt haben wir Kumagai, die vorlegt und Damjanovic verdient sich das Tor. Dadurch, dass sie sofort und zwar sehr entschlossen drauf geht, gar nicht zögert. Richtig. Denken wir an Maximiliane Rall, die dir auch sehr gut gefallen hat zuletzt. Auch eine Julia Gwinn als Möglichkeit. Caro Simon wirkt für mich ein bisschen müde. Also da könnte man jetzt, boah, während wir Damjanovic sehen, auch reagieren. Aber erstmal wird vorne reagiert. Doppelpack. Jovana Damjanovic. Die Bayern 3-1 vorne. Vorhin hat sie die Ecke noch mit links geschlagen. Klara Bühlitz spielt sie mit rechts rein. Ein guter Ball. Immer eigentlich, wenn du sie gerade ein bisschen schlecht redest. Dahlmann. Linda Dahlmann. 4-1 Bayern. Den hat sie sich selbst erarbeitet, oder? Den hat sie sich aber komplett selbst erarbeitet. Ich habe schon gedacht, jetzt hat sie zu lange gewartet. Jetzt wird der Abstand schon sehr, sehr eng und der Winkel immer schwieriger. Aber ich glaube, da war sie jetzt selber heilfroh, dass der dann doch noch reingegangen ist. Aber das ist Sieg, ja. Also dann kann man eben auch mit einem Lüpfer mal rechnen, der dann so ein bisschen, ich würde es jetzt mal reingewurschtelt. Und sofort wieder startet sie durch. Super gesehen. Maximiliane Rall, erste Kontakt ist sehr okay. Super gespielt. Bernstein. Bin ich auch froh, dass ich sie nicht mit zu hohen oder vielen Vorschusslorbeeren ins Spiel geschickt habe. Aber das macht sie natürlich überragend. Also erst der erste Ball, den sie ins Zentrum spielt, damit die ganze Seite öffnet, um dann aber wieder reinzustarten. Und die Flanke muss man auch erstmal so anbringen. Sieht natürlich Lina Magul dann auch gut und spielt ihr den gut rein. 1-5 aus Sicht von Stina Blackstenius.